Guten Morgen, Jungs. Ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und hier ist eine weitere Ausgabe von Sexy Time. So, ihr wundert euch, warum sitzt der Otto denn eigentlich hier in so einer komischen Umgebung? Der hat doch irgendwas von neues Studio erzählt und blauer Wand und so. Ja, die blaue Wand existiert auch und zwar genau hinter euch. Hinter euch ist die blaue Wand, das ist aber alles noch nicht so ganz fertig. Schließlich erwartet ihr den SpongeBob da auch wieder, dann fehlen da noch so zwei, drei Lämpchen und ein bisschen Deko. Da hat mir das tolle Internet gesagt, das Zeug ist auf dem Weg, ist aber noch nicht da. Da ich euch nicht so vor halbvollendete Tatsachen stellen will, dachte ich mir, ich setze mich hier mal vor meinen Arbeitsplatz. Ihr seht im Hintergrund auch diese Pyramidenplatten, die bleiben da nicht so, da mache ich noch was Schickeres, aber der Raum hallt halt noch extrem und deswegen musste ich jetzt hier erstmal irgendwie was machen, damit ich hier auch arbeiten kann. Ihr wartet völlig zu Recht auf eine neue Folge und auch mal wieder eine Folge, wo es ums Ficken geht. Meine Damen und Herren, los geht's. Hallo, habe mal eine Frage und zwar habe ich mit 15 Jahren einen zu kleinen Penis. Er ist 13 cm groß und 4 cm dick. Kann er noch wachsen? Was ist eure Meinung? Eure Meinung? In erster Linie meine Meinung, denn die Jungsfragen mache tatsächlich nur ich. Das ist jede Menge Arbeit, ey, die ich da mache. Aber alles so Website, Videos, Schneiden, Beantworten, das mache alles ich tatsächlich. Ey, mit 15 Jahren 13 cm zu haben und dann noch 4 cm dicke, das ist unfassbar okay, ey. Stell dich mal nicht an, oder ihr alle, die sich in diesem Längenmaß befinden. Alter, hört auf zu heulen, das ist wunderbar. Es gibt viele, viele, viele Jungs, die haben wesentlich weniger. Also das ist völlig okay. Kleiner ist völlig okay, größer ist natürlich auch okay. Und 13 mal 4 ist auch völlig okay. Ob der noch wachsen kann, kann dir keiner sagen. Nächste. Hi Ben, ich bin 15. Kann der Pimmel sich trotzdem rauchend entwickeln? Gibt es da irgendein Mittel? Ich rauche nämlich täglich 10 Stück und ich will rauchen. Danke! Im Voraus. Ganz ehrlich, ich glaube, dass der Peniswachstum bei dir das geringste Problem ist. Ich glaube nämlich eher, dass das Rauchen schon bei dir hier oben ganz schön viel zerstört hat. Jedenfalls, wenn ich mir so die Rechtschreibung angucke. Und nein, du bist da keine Ausnahme. Ey, Rauchen ist scheiße und da gibt es keine Tricks. Der einzige Trick, irgendwie gesundheitlich vernünftig aus dem Rauchen rauszugehen, ist mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn du rauchst, musst du mit den Konsequenzen leben. Du willst rauchen, du findest Rauchen toll, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Bums aus. Ich bin N15 und gucke fast täglich Pornos. Du sagst ja immer, Pornos gucken unter 18. Naja, nicht nur. Unter 18 kann wirklich schlecht sein, aber sollte ich wirklich damit aufhören, bitte nochmal alle Risiken nennen. Alter, was? Oder kann ich es weitermachen oder ist es wirklich richtig schlimm? Lieben Gruß, machst gute Videos. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment, das freut mich sehr. Aber es bringt nichts, wenn ich mich immer und immer und immer wiederhole. Ich habe dazu alles gesagt. Pornos gucken in der Pubertät und wenn man noch nicht seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat, ist schlecht für euch. Da muss ich euch nicht nochmal alle Risiken aufzählen. Dazu habe ich ein eigenes Video, dazu habe ich alles gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Hi Ben, ich heiße Kevin und hier sage ich den Namen, weil das nämlich Teil des Problems ist. Also, hi Ben, ich heiße Kevin und bin etwas übergewichtig. Da diese Kombination in der Schule nicht gerne angesehen ist, werde ich regelmäßig gemobbt. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Abnehmen hat eh keinen Sinn, da es Leute gibt, die genauso dick sind wie ich, aber nicht gemobbt werden. Bitte hilf mir, ich bin echt verzweifelt. Würde mich freuen, wenn du diesen Sexytime ansprechen würdest. Geht wahrscheinlich vielen so, dass sie wegen ihrem Namen gemobbt werden. PS, deine Videos sind klasse, freue mich auf jedes Neue. Lieben Gruß, Kevin. Vielen Dank für das Kompliment und ja, das ist tatsächlich gerade ein bisschen beschissen, weil derzeit ist ja der Name Kevin so ein bisschen verschrien und ja, da macht sich halt jeder drüber lustig. Zu meiner Kindheit war der Name Horst und der Name Detlef das Problem. Also jeder, der Detlef hieß, wurde schon mal per se als schwul geoutet und Horst war immer irgendwie so, ja, der macht sich zum Horst und du machst dich zum Horst und sowas. Ne? Also da hat jede Zeit irgendwie so seine eigenen Namen. Jetzt sagst du auch noch, dass du übergewichtig bist und abnehmen eh keinen Sinn hätte. Wenn du abnimmst, dann machst du das in erster Linie für dich, weil dir es damit besser geht. Ich sagte euch schon in so vielen Videos, ihr müsst nicht aussehen wie die Jungs und Männer in den Magazinen und in den Musikvideos. Das erwartet keiner von euch. Wenn ihr aber jetzt echt so seid, ne? Das ist nicht gut für euren Körper. Wenn ihr nämlich in jungen Jahren, also in der Pubertät, echt schon so fett seid,
dann ist das für eure Gesundheit richtig beschissen. Damit macht ihr euch richtig kaputt. Eure Gelenke, eure Muskulatur, der ganze Stoffwechsel. Ihr bekommt sehr wahrscheinlich eine Diabetes und so. Ey, also das ist wirklich schlimm. Deswegen achtet auf euren Körper. Ich sag's nochmal, ihr müsst nicht rank und schlank sein und nicht so Skinny Boys. Das muss nicht sein. Aber achtet auf eure Ernährung und auf euren Körper. Deswegen, abnehmen ist auch für dich gut, nicht nur unbedingt für die anderen. So, und dieses ganze Mobbing, das ist tatsächlich ein Problem, dem du aber entgegengehen kannst, wenn du selber lernst, über dich zu lachen. Das ist einfacher gesagt als getan. Vor allem, wenn man nicht in der Situation bist, in der du oder ihr gerade seid. Und wenn man sagen kann, ja, ey, scheiße, ich heiße halt Kevin und dann mache ich selber nochmal einen Witz. Ich bin halt dick, mache ich selber nochmal einen Witz. Es ist aber immer so ein Gleichgewicht zwischen geben und nehmen. Ne? Also man muss was einstecken können, man muss aber auch austeilen können und austeilen dürfen. Eine goldene Regel, ein goldenes Rezept dafür gibt es leider nicht. Du könntest jetzt mal zum Vertrauen gehen und sagen, hier, pass auf, das und das ist das Problem in der Hoffnung, dass er das löst. Aber ganz großes Ehrenwort, das wird besser. Im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten Monate, der nächsten Jahre wird das aufhören und du wirst ein ganz normales Leben führen können. Das ist jetzt echt halt ein bisschen beschissen. Das Problem ist, dass ich nicht dabei bin. Das heißt, ich kann nicht dann ad hoc irgendwie was dazu sagen oder merken, so, ach so, das liegt da und da dran, deswegen. Ihr, die das gerade alle seht, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es euch ähnlich ergangen ist und wie ihr das Problem gelöst habt oder welche Ideen ihr habt zur Lösung des Problems. Denn ihr erlebt es vielleicht auch tagtäglich in eurer Klasse oder in eurer Stufe. Und dann könnt ihr ja sagen, pass auf, bei uns war das auch mal so und wir haben das so und so gelöst. Das wäre super, dann bin ich nämlich nicht hier alleine. Ihr helft euch jetzt mal untereinander. Hallo Ben, ich habe ein Problem. Eine Freundin von mir, 12, hat zwar einen Freund, aber ich mag sie schon etwas mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Immer wenn sie ein Problem mit ihm hat, was so circa alle 2 Wochen ist, kommt sie zu mir und redet darüber, wie scheiße er doch ist. Sie meint dann auch, dass ich total gut trösten kann und so. Ich hoffe, du kannst mein Problem irgendwie verstehen und mir helfen. PS, deine Videos sind super. Vielen Dank für das Kompliment. Ich kann dein Problem nicht so ganz verstehen, weil da kein Problem drin ist. Sie kommt zu dir, wenn es ihr schlecht geht und heult sich bei dir aus. Okay, du magst sie mehr, das heißt, du möchtest gerne was mit ihr anfangen, aber sie ist vergeben. Du hast mir keine konkrete Frage gestellt, deswegen muss ich jetzt einfach sagen, wenn sie vergeben ist, dann ist sie vergeben. Dann bist du nicht ihr Freund. Also du bist ihr Freund, um ihr zu helfen, um ihr an der Seite zu stehen, wenn es ihr scheiße geht, so wie halt immer, wenn sie zu dir kommt. Wenn ihr jetzt wissen wolltest, wie du sie rumkriegen kannst, das musst du selber rausfinden. Dafür kenne ich euch zu wenig. Hallo Ben, deine Videos sind echt toll. Vielen Dank! Ich habe ein Problem, nämlich ist meine Vorhaut mit der Eichel verklebt. Ja, kurze Info, ich bin 12. Also das heißt, dass man die Vorhaut nicht ganz zurückziehen kann. Hoffentlich weißt du, was das ist. Ja, habe im Internet nichts Sinnvolles dazu gefunden. Du könntest dazu doch auch mal ein Video machen. Das interessiert sicher auch andere. Richtig! Dazu muss ich unbedingt auch ein Video machen zu der Vorhautverklebung, denn das haben einige Jungs. Das haben nicht alle Jungs, das haben die wenigsten Jungs, aber bei einigen kommt das tatsächlich vor, dass die Vorhaut wirklich mit der Eichel verklebt ist, wie mit Uhu, wie mit Sekundenkleber verklebt. In der Regel löst sich das in der Pubertät ganz von alleine. Also das heißt, dieser Kleber, der löst sich irgendwann im Laufe der Pubertät, löst er sich automatisch auf. Es ist ganz, ganz gefährlich, wenn man versucht, das mit Gewalt zu lösen. Also wenn man sich jetzt denkt, so, jetzt ist mir alles scheißegal, jetzt ziehe ich die Vorhaut einfach zurück. Das ist gefährlich, weil da können ganz viele Risse entstehen und dann ist danach wirklich die Kacke am Dampfen. Dadurch könnt ihr euch die Nervenzellen an der Vorhaut, an der Eichel kaputt machen und dann spürt ihr irgendwann gar nichts mehr und so. Deswegen sein lassen. Viele, viele Ärzte haben auch Gott sei Dank erkannt, dass man das nicht mehr macht und lassen das in Ruhe. Deswegen jetzt hier der Tipp und der Deal. Du bist 12 Jahre, hast du geschrieben, wenn das mit 15 immer noch so ist bei dir, dann gehst du mal zum Arzt, dann muss man gucken, was man da lösen kann. Aber jetzt machst du dir da mal keinen Stress. Du ziehst die Vorhaut einfach so weit zurück, jedes Mal, wenn du dich wäschst und so weit zurück, wie es geht. Vielleicht auch einen halben Millimeter mehr. Und guckst mal, ob du es vielleicht ein bisschen weiter schaffst, aber so, dass es nicht wehtut ohne Gewalt. Ne? Immer mal so ein bisschen versuchen, gucken, es geht schon wieder ein Viertelmillimeter mehr als gestern. Ja? Das ist der Deal. Ja, nicht wirklich, sexuell, aber eben eine normale Frage. Ist es normal, dass man als Kind, immer in die Pubertät wollte und jetzt am liebsten davor fliehen will? Fragezeichen. Ich verstehe einfach nicht, was da in mir vorgeht. Damals war alles irgendwie viel leichter. Und jetzt ist nur Stress mit den Eltern. Stress mit sich selbst, wenn du das verstehst. Oh ja, einfach alles komisch. Ach ja, ist mir jetzt etwas peinlich, aber ich habe das Problem. Wie würdest du mit Horns...
Das ist die zweite Frage. Wie würdest du mit Hornzipfeln klein umgehen, wenn du welche hättest? Ja, Pubertät ist echt eine Wichszeit, ey. Das ist so ätzend. Das sind diese Stimmungsschwankungen, die man hat. Das ist völlig, völlig normal. In der einen Sekunde bist du voll gut drauf, in der nächsten Sekunde heulst du und bist aggressiv und alles scheiße. Pubertät hört bald auf, musst du durch, ey. Durchhalten. Hornzipfel, dafür habe ich ein eigenes Video. Mal reingucken, da sage ich alles dazu. Ich würde an den Hornzipfeln lieber nichts machen, du kannst sie weglasern lassen, aber das kann auch schlimme Nachwirkungen haben. Hey Ben, erstmal liebe ich deine Videos, die sind mega und helfen einem wirklich weiter. Oh, vielen Dank. Zum Rinder Frage. Ist es normal, dass ich vermute, nicht lieben zu können? Jeder in meiner Klasse, 10. Klasse, hatte schon eine Freundin und manche schon ihr erstes Mal. Ich hingegen habe noch nicht mal ansatzweise Gefühle für jemanden und ein Mädchen hat mich auch noch nie angesprochen. Dabei bin ich, meiner Meinung nach, nicht gerade hässlich und habe Dreier und Zweier im Zeugnis. Also dumm bin ich auch nicht. PS nochmal, deine Videos sind mega. Yes, vielen Dank. Mach dir bitte keinen Stress. Das ist kein Wettkampf. Ey, und nur weil irgendwie ein paar Leute in deiner Klasse schon irgendwie sich mal verknallt haben oder auch schon mal Sex hatten. Ey, völlig egal. Manche andere haben erst mit 19 ihr erstes Mal erlebt oder sowas. Und auch das ist völlig okay. Das ist kein Wettkampf. Und ich wette mit dir, du bist auch absolut liebensfähig und liebenswert. Also mach dir da mal überhaupt keinen Stress. Das kommt alles ganz, ganz von alleine irgendwann jetzt in der nächsten Zeit. Da wirst du dich selber umgucken. Auf einmal gehst du irgendwo lang und denkst dir, bam, das Mädel ist geil oder bam, der Junge ist geil. Also sofern du schwul bist. Mach dir da keinen Stress. Alles gut. Hallo Ben, ich bin 13 Jahre alt und hole mir schon seit ich 11 bin regelmäßig einen runter. Manchmal, wenn ich Komma übertreibe, obwohl man bei sowas ja nicht übertreiben kann, muss ich ein paar Stunden warten, bis ich wieder anfangen kann, weil es anfängt zu brennen. Kann es sein, dass ich mir da was wundreibe? PS, deine Videos sind klasse, weiter so, wäre nett, wäre das sehr. Vielen Dank für das Kompliment. Ja, also es kann natürlich sein, dass wenn du wirklich viel onanierst und wirklich knallhart onanierst und richtig fest zupackst, dass du dir da tatsächlich irgendwas wundrubbelst. Dann musst du da vielleicht mal was anderes ausprobieren und einfach nicht so stark machen. Mach mal ein, zwei Tage Pause und dann wickst du so ganz hauchzart. Und wenn du dann davon gekommen bist und es brennt nicht, dann ist klar, dass du vielleicht ein bisschen zu oft und ein bisschen zu hart wickst. Hi, kann ich durch Abnehmen meinen Penis verlängern? Danke schon mal im Voraus. Nee, kannst du nicht, aber er wirkt dann länger, weil nämlich das ganze Fett um den Penis, da wo der Penis aus deinem Körper kommt, da ist ja auch Fettgewebe. Und wenn du dick bist, dann ist dieses Fettgewebe natürlich massiver und deswegen wirkt der Penis kleiner. Wenn du abnimmst, geht das Fettgewebe zurück und der Penis wirkt länger. Er wird nicht länger, sondern er wirkt länger, weil das Fett drumherum ja nicht mehr da ist. Also du kannst ihn nicht wirklich länger machen. Du kannst ihn aber länger erscheinen lassen, wenn du abnimmst. Ich habe ein Problem. Ich habe mir Kondome gekauft und mir einen runtergeholt. Darauf wurde mein Penis rot und es hat gebrannt. Habe ich was falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus. Nee, ich glaube nicht, dass du was falsch gemacht hast, aber es kann sein, dass du auf irgendwelche Inhaltsstoffe in den Kondomen allergisch reagierst. Man sagt gerne immer so vorschnell, ah, bestimmt Latexallergie. Allerdings ist eine Latexallergie sehr selten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass du auf irgendeinen Stoff reagierst, der in den Kondomen drin ist oder der bei der Herstellung von Kondomen benutzt wird. Das kann dir allerdings nur der Hautarzt bestätigen. Der macht dann da so einen kleinen Test. Auf die Schnelle kannst du jetzt erstmal in den Laden gehen und dir latexfreie Kondome kaufen. Die sind meist auch von allen möglichen anderen Stoffen befreit. Und wenn es damit geht, wunderbar. Wenn es dann immer noch brennt, zum Hautarzt. Oder wenn du absolute Sicherheit haben willst, weil du nicht immer unbedingt die teureren latexfreien Kondome kaufen willst, dann ab zum Arzt und ihm sagen, was los ist. Der versteht das, es ist auch nicht peinlich. Sag ihm, was passiert ist und dann macht er so einen kleinen Test. Und dann weißt du genau, auf welchen Stoff du reagierst. Und dann kannst du bei der Kondomauswahl, kannst du auch günstige Kondome kaufen, nimmst dann aber die Kondome, die diesen Stoff nicht drin haben. Hallo, ich bin 14 Jahre alt und habe mir gestern mit einem Freund gegenseitig einen runtergeholt. Das Komische war, dass ich nicht gekommen bin. Ich weiß nicht wieso. Es ist schon seit 5 Tagen so, dass, wenn ich mir einen runterholen möchte, ich zwar eine Latte bekomme, aber es nicht zum Samenerguss kommt. Die Latte war aber auch nicht so hart wie sonst. Kann es sein, dass das nur eine pubertäre Phase ist? Bitte um schnellstmögliche Antwort. PS, du machst super Videos. Das ist die einzige Frage, die deine Videos mir bis jetzt nicht erklären konnten. Ja, vielen Dank für das Kompliment und ich verstehe das voll, dass du eine schnelle Antwort möchtest. Ich bekomme echt so viele E-Mails mittlerweile,
Es dauert leider. Es dauert leider wirklich. Ihr müsst da ganz lange Geduld haben. Das, was du beschreibst, ist völlig normal. Und das hat bestimmt schon mal jeder erlebt. Du schreibst, dass du seit 5 Tagen keinen Orgasmus gehabt hast und dir gestern auch mit einem Freund gegenseitig einen runtergeholt hast, was übrigens völlig okay ist, bevor jetzt wieder alle hier rumschreien, voll schwul, voll eklig und so. Nein, das machen ganz viele Jungs und davon wird man noch nicht schwul. Also das ist völlig normal, das machen ganz viele. Und also, es ist völlig okay. So, also du hast seit 5 Tagen keinen Orgasmus, selbst wenn du dir gegenseitig einen runterholst. Ja, das ist völlig normal und zwar, weil ganz viel hier oben im Kopf passiert. Und wenn du mit dem Kopf nicht beim Sex bist, ne, also wenn du dir denkst, wieso kriege ich jetzt keinen Orgasmus, warum kriege ich eigentlich keine Latte und dich nicht auf die Situation konzentrierst, dass du sagst, Alter, wie geil ist das eigentlich, gerade einen Gewichs zu bekommen oder wie geil ist das eigentlich, gerade diesen anderen Schwanz in der Hand zu haben, wenn man es mag. Also wenn du dich nicht darauf konzentrierst, wenn du nicht bei der sexuellen Situation bist, dass du dich auf dieses Gefühl, auf die Situation einlässt, sondern die ganze Zeit nur am Denken bist, Alter, warum kriege ich keinen Steifen? Warum kriege ich keinen Steifen? Oder warum komme ich nicht? Warum komme ich nicht? Dann passiert es auch nicht, weil du dann halt null sexuell unterwegs bist, weil du dich dann so sehr selbst unter Stress setzt. Deswegen ist die Lösung zu deinem Problem eigentlich viel mehr, mach dich frei von dem nicht kommen können. Mach dir keinen Stress, völlig normal, an dir ist nichts kaputt. Das ist jetzt einfach nur mal so, weil du hier oben wahrscheinlich dich viel zu sehr stresst. Hi Benjamin, wenn man bereits mehrmals an einem Tag onaniert hat, ist es dann normal, dass man beim 3., 4. Mal erst viel später kommt und auch mit weniger Sperma? Und wenn ja, warum ist das so? Danke im Voraus für deine Antwort. Ja, das ist natürlich völlig normal, denn dein Körper muss ja dann auch erst wieder anfangen, irgendwie Sperma zu produzieren. Deswegen kommt bei den nächsten Malen nicht so viel. Also das kommt dann erst alles wieder so langsam in Gang. Und außerdem hast du ja dein Pimmel dann schon so sehr beansprucht, dass diese ganzen Nerven so überreizt sind, dass die gar keinen Bock mehr haben, irgendwelche tollen Gefühle weiterzuleiten. Die denken sich dann auch so, Alter, soll der jetzt mal daran rumwichsen, mir egal, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr. Und deswegen braucht man einfach länger und wenn man dann abspritzt, kommt halt weniger, weil der Körper noch nicht wieder so wirklich in Schwung gekommen ist. Das ist aber völlig normal. Bei dem einen funktioniert das besser, die können nach 10 Minuten wieder so, als wäre nichts davor gewesen und andere brauchen 2-3 Tage, bis sie wieder können. Hallo Ben, erstmal coole Videos, vielen Dank. Ich bin mir sicher, du hilfst verdammt vielen Jungs da draußen. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Momentan habe ich irgendwie eine Art Dauerstreit mit meiner Mutter. Sie ignoriert mich. Das Problem ist, dass ich auch, nachdem ich mich entschuldigt habe, kurz danach circa einen Tag später wieder ausraste und alles wieder kaputt mache. Ich schaffe es einfach nicht, mich dann vorher abzureagieren. Gibt es da vielleicht Tipps, die wirklich helfen? Meine Mutter denkt mittlerweile, dass ich nach einer Art Taktik vorgehe. Zu wie viel Prozent bin ich an dem Ganzen schuld? Zu wie viel Prozent du daran schuld bist, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber in erster Linie ist deine Pubertät daran schuld, weil dein Kopf, dein Gehirn wird gerade auch so ein bisschen umgemodelt und deswegen kommst du mit deiner Gefühlswelt einfach nicht klar. Deswegen rastest du gerne mal aus. Aber das ist keine Entschuldigung. Also das ist keine Entschuldigung dafür, dass du das ganze Haus zerstörst oder dass du deine Mutter und deinen Vater oder wen auch immer doof anmachst. Deswegen gehört da eiserne Disziplin dazu. Man muss sich hier immer den Einzelfall betrachten. Also warum rastet irgendwer aus? Du musst jetzt einfach erstmal rausfinden, was dich so auf die Palme bringt. Wenn du zum Beispiel das nächste Mal Streit mit deiner Mutter hast, dann fängst du nicht an, irgendwas zu zerstören. Nein, du zwingst dich, das ist eiserne Disziplin, du zwingst dich, dich in dein Zimmer einzusperren, dich irgendwo hinzusetzen auf einen Stuhl und dann analysierst du, warum du sauer bist. War es das, was sie gesagt hat? War es das, wie sie was gesagt hat? Oder war es etwas, was du zu ihr gesagt hast, dass du eigentlich viel mehr sauer auf dich bist? Wenn du verstehst, was genau dich auf die Palme bringt, dann hast du es in der Hand zu sagen, Moment, gleich passiert wieder was, das ist ein rotes Tuch für mich und du nimmst dich aus der Situation raus. Gewalt und irgendwas kaputt zu machen ist nie, 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 nie eine Lösung. Das ist immer ein Zeichen von Schwäche. Und das kannst du abstellen, wenn du genau weißt, was dir auf die Palme bringt und wenn du dann Sachen findest, wo du dich abreagieren kannst. Aber da musst du jetzt wirklich an dir arbeiten. Bei was für Behandlungen muss man eine Spermaprobe beim Arzt abgeben? Puh, also erstmal natürlich, um zu gucken, ob du fruchtbar bist, wie fruchtbar du bist. Das heißt also, da zählt man durch, so wie viele Spermien in deinem Sperma eigentlich rumschwimmen. Dafür braucht man das und vielleicht noch, wenn man gucken will, ob irgendwas mit der Prostata ist oder mit den ganzen anderen Drüsen, die zur Spermaproduktion da sind, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Aber ansonsten eine Spermaprobe? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das für irgendwas anderes noch braucht. Keine Ahnung, vielleicht weiß es einer von euch besser, schreibt es in die Kommentare. So, das war's mit The Sexy Time hier aus meinem Arbeitsplatz. Und ich hoffe, dass das nächste Video nächste Woche dann vor der blauen Wand stattfindet mit deren ganz neuen Deko und vielleicht auch mit einem ganz neuen Design und sowas. Wir werden sehen. Ey, nagelt mich nicht drauf fest. Das dauert gerade echt alles viel, viel länger, als ich veranschlagt habe. Aber so ist ja auch mehr ganz schön. Da seht ihr mal ein bisschen mehr was aus meiner Wohnung. So, ich
gehe jetzt in die Stadt, ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen. Bis dann, tschüss!